Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des EduTalk. Hallo Martin. Hallo Julia. Hallo. Ja, hallo. Heute ein schönes Thema und zwar die Montessori-Pädagogik als Basis für den benötigten Wandel in einer Kultur der Digitalität. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Julia. Danke Vielen Dank für dafür. die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht starten wir einfach mal mit einer kurzen Vorstellung von dir. Vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein genaueres Bild von dir bekommen. Genau, du kannst gerne schon bei meiner Präsentation auf die zweite Folie gehen. Da findet ihr dann auch sozusagen schon so einen kleinen Slogan von mir. Ich bin seit 2013 an der Montessori-Schule in Herzogenaurach tätig, unterrichte da vorwiegend in der Sekundarstufe. Wir sind aber eine Primar- und Sekundarstufe, das heißt von der 1. bis zur 10. Klasse. Und ich unterrichte da Englisch und Spanisch. Ich habe zunächst angefangen, als die Sekundarstufe im Aufbau war. Das heißt, ich konnte da das Fremdsprachenkonzept mitgestalten, was natürlich toll ist, wenn man so frisch von der Uni kommt. Und habe da schon sehr früh digitale Medien in meinem Unterricht eingesetzt, weil da sehr viel Offenheit da war. Und wir haben dann auch angefangen, Bring Your Own Device-Konzept umzusetzen und dann ein bisschen mit der Pflicht des Medienkonzepts bin ich dann auch sozusagen Richtung Medienbeauftragte der Schule gewandert. Mittlerweile bin ich auch als Medienpädagogin tätig und da bin ich dann in Nürnberg am IPSN auch. Das sind ja ganz schön umfangreiche auch Tätigkeiten und Aufgaben, die du da wahrnimmst. Interessant ist vielleicht, wenn wir mal kurz am Anfang, Begin with the Beginning sozusagen, anfangen. Montessori-Pädagogin heißt ja auch, du arbeitest mit einem anderen Rahmenkonzept oder ihr arbeitet mit einem anderen Rahmenkonzept als andere normale staatliche Schulen. Und es ist ja auch so ein Thema, viele haben es gehört, viele haben es mal angekratzt, reingeschnuppert. Aber so richtig, wenn du sagen müsstest, wie ist denn der Alltag von dir sozusagen im Vergleich zu normalen Schulen? Also wo siehst du Unterschiede oder wo ist bei euch der besondere Fokus im Schulalltag, im Lehralltag? Genau. Ich glaube, also ich merke mittlerweile, über 7 Jahre, die ich in dem System bin, desto schwerer fällt mir diesen Vergleich stattfinden zu lassen. Wenn ich jetzt einfach mal sozusagen meinen Schultag beginne, dann gehe ich klassisch wie alle anderen auch ins Lehrerzimmer, wenn keine Pandemie ist. Das ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Und ich wechsle in Hausschuhe. Das ist, glaube ich, schon mal das erste große Unterschied. Wir tragen sowohl die Schüler als auch wir Lehrkräfte tragen Hausschuhe. Ich meine, das müssen jetzt nicht die Filzlatschen sein, die man vielleicht erst mit Hausschuhen in Verbindung bringt. Aber ich laufe eben mit meinen Haussneakern rum. Hat den Gedankengang, dass die Schule ein Wohnraum ist und in den Wohnraum gehen wir einfach klassisch nicht mit unseren Straßenschuhen. Ich glaube, das ist sozusagen auch das erste Zeichen für die Schüler, so jetzt bin ich in der Schule in meinem Wohnraum angekommen. Dann, wenn ich den Tag starte, wartet ein wuseliger Haufen an Schülern auf mich, die je nachdem, welche Klassenstufe ich natürlich habe, auch in unterschiedlich eingerichteten Räumen sind. Das heißt, bei uns sieht nicht jeder Raum gleich aus. Der Raum ist an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen angepasst. Ganz klar, in der Primarstufe haben wir flexible Möbel, ganz viele Schüler sitzen am Teppich und arbeiten da. Der Teppich findet sich auch noch bis zur 10. Klasse, den auch immer wieder die Schüler gerne nutzen. Wir haben irgendwie Sofaecken. Die Schüler können zur Arbeit aber auch das Klassenzimmer verlassen, gehen raus in den Flur, in den Nebenraum und können sich so sozusagen ihren Lernraum auch selber mitgestalten. Wenn ich jetzt, ja. Hast du eine Zwischenfrage? Nee, du kannst ruhig weiterreden. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau. Ja, und wie gesagt, beispielsweise meine 9. 10. Klasse, die sehe ich zweimal die Woche und einmal habe ich Dienstag 4 Stunden mit ihnen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich 4 Stunden sozusagen diejenige bin, die die Zügel in der Hand hat und alles kontrolliert, sondern ich gebe ihnen, also wir beginnen den Tag gemeinsam. Es kommen Fragen, manche haben schon Themen, die sie bearbeiten möchten.
Ich stelle meinen Plan vor und sage, hey, ich gebe euch jetzt im Anschluss beispielsweise einen Input zu einer neuen Grammatik oder nach der Pause, wir haben insgesamt eine Dreiviertelstunde Pause auch, könnt ihr mich im Nebenraum treffen und wir sprechen über die schriftliche Abschlussprüfung und wir können eine Übung durchgehen. Und es ist aber immer so ein Angebot. Das heißt, die Schüler sind nicht verpflichtet, daran teilzunehmen. Es kann auch sein, dass ich das öfters anbiete, weil ich merke, okay, es waren jetzt wenige da. Kann daran liegen, dass sie gerade eben noch ein Thema zu bearbeiten haben, dass sie selbstständig arbeiten können. Und so sind dann diese 4 Stunden gestaltet. Das heißt ja aber, wenn ich das mal so jetzt raushöre, dass in der aktuellen Zeit der Pandemie und des Fernunterrichts eure Schüler ja eigentlich sehr gut zurechtkommen müssten, oder? Vom Grunde her ja, aber man merkt einfach, dass diese Beziehungsebene fehlt. Also das ist auch das, was ich sehr stark versuche in diesen Videokonferenzen, die wir haben. Wir machen jetzt nicht Videokonferenzen 1:1 nach Stundenplan, aber es gibt beispielsweise dann jetzt am Dienstag mache mich gerade echt unbeliebt, um 8:30 einen Start in den Morgen gemeinsam. Der ein oder andere sitzt dann noch halb im Bett oder so, aber ich komme dann auch mit meiner Tasse Tee und sage, ja, ist jetzt auch nicht mal meine Uhrzeit, je länger die Pandemie dauert. Und wir versuchen da einfach die Beziehungsebene aufrechtzuerhalten. Und das ist auch was eben in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen einfach auch in der Schule Vorrang hat. Also wir wollen das Kind kennenlernen und wir wollen wissen, wie das Kind tickt und wo wir das Kind unterstützen können. Und das merken wir immer stark, auch wenn wir Kinder und Jugendliche haben, die von der Regelschule zu uns wechseln, dann müssen wir ganz viel erstmal auf dieser Beziehungsebene arbeiten, damit das Kind überhaupt ankommt und in dieses selbstständige Lernen kommt. Weil das natürlich was anderes gewohnt ist. Weil ich bin nicht diejenige, die sagt, so, du musst das jetzt machen, sonst gebe ich dir eine 6, weil bei uns gibt es keine Noten. Und wenn ich von mir aus nicht motiviert bin, dann verliere ich halt das Ziel. Aber gerade ist bei unseren jetzt auch langsam die Luft raus. Und man merkt, dass je länger es geht, je länger man sich einfach nicht sieht, desto schwieriger fällt es ihnen und desto mehr muss man einfach gucken, wie man es ja auffängt. Ja, du beschreibst es ja jetzt gerade schon eigentlich ganz schön, dass die Montessori-Pädagogik ja sehr viel auf Freiheiten setzt, gerade den Kindern auch gerade sehr viel Freiheiten setzt, offener Unterricht. In der öffentlichen Wahrnehmung ist da ja oftmals irgendwie das Wort Kuschelpädagogik oder so zu hören. Was würdest du denn da entgegnen? Also das ist das krasse Gegenteil eigentlich, finde ich, weil wir haben einen sehr hohen Anspruch an den Schülern, was den sozialen Umgang miteinander angeht, auch der Umgang mit dem Montessori-Material. Ich meine, in den höheren Klassen gibt es natürlich weniger haptisches Material, aber uns ist total wichtig, auch die Werte, die wir an den Tag legen, dass die gelebt werden. Wir haben einen Umgang auf Augenhöhe und deswegen gucken wir aber auch, welchen Raum jedes Kind braucht. Also wir haben Kinder, denen können wir viel Freiheit geben. Die entwickeln sich in dieser Freiheit sehr gut und machen ihre Fortschritte und suchen sich dann auch Arbeit. Und da kann man einfach nur beobachten und denkt sich so, super. Und dann hat man eben Kinder, denen muss man Leitplanken setzen. Und dann muss man sagen, so, dein Plan für diese Woche, was sind deine Ziele? Wie kannst du diese Ziele umsetzen? Wir unterstützen dich, wo wir können, aber natürlich musst du auch den Weg gehen. Aber das ist ja eigentlich das Spannende, weil ihr habt ja auch durch euer Stundenkonzept die Zeit, sage ich mal, das auch dann individueller zu gestalten. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, wenn ich es jetzt richtig rausziehe, auch dass halt dieser 45-Minuten-Takt in der Form nicht mit dem Lehrerzentrierten, wir machen genau das jetzt, die Woche bestimmt. Ne? Nee, vor allem auch in den meisten Jahrgangsstufen, also 1 bis 7, 8, das ist auch so geregelt, dass der Tag mit einer SOL-Zeit anfängt. Das ist selbstorganisierte Lernzeit. Das bedeutet, dass die Schüler ankommen und wenn sie da sind, fangen sie mit ihrer Arbeit an. Mhm. In der Zeit sind dann auch so Inputs oder Präsentationen, Darbietungen geplant. Aber so findet der Tag einfach statt. Und das ist, also mich würde es, die Vorstellung, jetzt in einem 45-Minuten-Takt arbeiten zu müssen, würde mich jetzt total stressen. Das ist richtig. Wenn du jetzt mal diese pädagogische Herangehensweise nimmst und unser Thema ist ja hier im EduTalk auch immer sehr stark digitales Lernen oder Digitalisierung oder wie man es auch immer nennen möchte.
Wie nützt dir denn das? Wo ist denn da für dich der Einsatz? Du hast gesagt, du bist auch die, die das Medienkonzept bei euch an der Schule mitentwickelt oder gestaltet hat. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen, in so einem konkreten Unterricht? Wie setzt ihr digitale Medien ein, Tools, wie Konzepte vor allem, aber auch eher als die Werkzeuge? Einfach so noch mehr im Hinblick auf technische Ausstattung. Wir hatten jetzt bis zum letzten Jahr ein Bring Your Own Device Konzept ab der 7. Klasse. Das heißt, die Schüler konnten sowohl ein Tablet mitbringen, ein Laptop. Die meisten hatten halt ihr Smartphones und wir hatten so eine Grundausstattung an schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Dell-Computern, die halt so 6, 7 pro Klasse zur Verfügung waren. Und jetzt haben wir angefangen mit der 7, 8 ein 1:1-Konzept umzusetzen mit iPads. Da ist jetzt sozusagen die erste Hälfte. Wir haben ja jahrgangsgemischte Klassen, ist jetzt auch in der 9.10 schon. Bei den 10-Klässlern ist es so, dass die meisten ihr eigenes Gerät mitbringen. Und wir arbeiten schon seit Jahren mit Teams und ich war eine der ersten, die das mit den Schülern angefangen hat umzusetzen. Das heißt, wir haben erst OneNote genutzt, um ihnen einfach Materialien zur Verfügung zu stellen, weil bei uns ist ja ein Thema Individualisierung. Das heißt, ich habe eine Jahrgangsmischung, in der ich eh schon differenzieren muss und dann habe ich natürlich sowohl hoch- als auch minderbegabte Kinder oder Kinder mit anderen Bedürfnissen und denen muss ich ja mit meinen Materialien, die ich ihnen zur Verfügung stelle, gerecht werden. Das heißt, sie haben sozusagen eine digitale Lerntheke neben den Materialien, die aber immer noch in der Klasse auch vorhanden sind und können da dann zugreifen. Also ein Unterrichtsbeispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich habe das Thema zum Jahresbeginn Short Story im Englischunterricht und die Schüler haben alle ein und dieselbe Kurzgeschichte gelesen, denn sie können mit OneNote sich die Kurzgeschichte vorlesen lassen. Meine Schüler mit Legasthenie haben dann natürlich den Vorteil, dass sie dann irgendwie sich die Schrift alles ändern können, alles ihren Bedürfnissen anpassen können, um den Text besser zu verarbeiten, haben ein Wörterbuch, das sie verwenden können. Ich bin übrigens die Erste, die den Schülern erzählt, wie gut DeepL ist und dass sie bitte nicht mehr den Google-Übersetzer nehmen und wir dann daran arbeiten, ihre Sprache zu verbessern, als mir irgendwie Mauscheleien zu sagen, nee, das habe ich selber gemacht. Also, das heißt, sie lernen diese Hilfsmittel, die digitalen Medien ermöglichen, einzusetzen und wir erweitern aber auch das, was wir haben. Also, klassisch, wenn ich jetzt diese Kurzgeschichte mit den Schülern gelesen habe, zwei Schülerinnen haben beispielsweise, da war so ein Held, der wurde dann eben fiktiv interviewt im Anschluss. Und dieses Interview haben wir dann vom Greenscreen gedreht. Wir hatten aber jetzt auch Schüler, die beispielsweise, also meine Vorgabe war, ja, das ist die tollste Geschichte. Ich meine, viele fanden es auch dann lame, aber da halten sie ja nicht vor. Das wurde verfilmt und es haben Schüler ein Filmplakat kreiert. Aber gerade mit den mobilen Geräten ist ja wahrscheinlich bei eurem Raumkonzept dann auch ein Riesenvorteil, oder, dass die sich frei bewegen können, unabhängig von Klar. allem. Wie ist die sozusagen die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen, wenn du sagst, du hast es auch hauptsächlich mit initiiert und geplant? Wie habt ihr die mitgenommen, die Kollegen, in diese Welt? Ja, das war, also für mich war das ein bisschen irritierend zu dem Zeitpunkt, wo die offizielle Regelung kam, wir brauchen ein Medienkonzept. Denn davor war ich ja schon jahrelang tätig und meine Schüler haben jahrelang ihr Smartphone verwendet, wir haben die Laptops genutzt. Und wir hatten sogar ein LMS. Das war dann davor noch, ohne dass es Teams gab. Das war, glaube ich, 2014 hatte ich Edmodo mit meinen Schülern angefangen zu nutzen. Und dann hatten wir Quizlet und da hat keiner irgendwas gesagt. Die fanden, oh, das ist cool. Und wir hatten dann noch ein Englischlesematerial. Oh ja, cool. Und dann kam das Thema Medienkonzept und bei vielen kam so, ja, nee, also digitale Medien, nee, das ist nicht Montessori. Und ich dachte mir so, okay. Da wurden wir dann auch mal ein bisschen sozusagen ein paar Schritte zurückgesetzt und dann hat man natürlich diese klassischen Diskussionen, iOS oder Windows-Geräte. Das ist natürlich, das ist ja mittlerweile überall so ein epischer Kampf. Naja, komischerweise. Und dann habe ich den Fokus eigentlich auch wir intern auf Fortbildungen gesetzt. Also einfach intern gucken, was wir intern schon können, die Kolleginnen und Kollegen
in Anführungszeichen auch ein bisschen gezwungen, Fortbildungen zu machen. Also so dieser klassische Fortbildungstag, Buß- und B-Tag, war dem digitalen Thema gewidmet. Das heißt, die Kolleginnen sind alle zu Fortbildungen in der Region oder teilweise auch zur Eduswabia gefahren und haben da sich Sachen angeguckt und das mitgebracht. Und dann haben wir das auch im Kollegium multipliziert. Und wenn du den Stand jetzt bewerten müsstest, hat die Pandemie euch nochmal einen Schub gegeben bei dem Ganzen, so wie es bei anderen Schulen oft zu beobachten ist, oder wart ihr sowieso schon so weit, dass das sich nur verfestigt und verstetigt hat? Wie würdest du das beurteilen? Es hat dem hingehend den Leuten den Schub verpasst, die trotz der ganzen Initiative, die wir hatten, eher auf die Bremse getreten sind. Also die dann eher so, naja, die Kollegin erzählt es mir auch, wenn jetzt irgendwie die interne Kommunikation über Teams läuft oder dann brauche ich jetzt da nicht reingucken. Und man merkt aber schon, dass jetzt in allen Bereichen einfach viel mehr Interesse da ist. Aber es ist, glaube ich, wie in jedem anderen Kollegium auch. Man hat einfach eine Bandbreite und ich glaube, das bekommen wir auch nie weg, weil diese Personen haben in anderen Bereichen auch ihre Stärken. Also jeder hat ja seine Fachbereiche und nur weil jemand in Anführungszeichen den Digitalen jetzt nicht so aufgeschlossen ist, bedeutet es ja nicht, dass er keinen guten Unterricht macht. Ja, das stimmt. Na klar. Wir haben jetzt schon einige Fragen in der Fragebox. Wir wollen das heute mal so ein bisschen so machen, dass wir die Fragen jetzt erstmal sammeln und dann zum Ende hin alle so ein bisschen gesammelt beantworten. Vielleicht werden manche Fragen jetzt auch durch dich, Julia, im Laufe der Sendung noch beantwortet. Du hast uns ja aber auch ein paar Unterrichtsbeispiele mitgebracht in deinen Folien. Vielleicht möchtest du uns da mal so ein bisschen durchleiten. Ja, dann geh doch mal bitte zur Folie 8 beispielsweise. Also das ist nämlich, oder genau. Wenn noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja. Genau, Projektarbeit, genau. Aber dies, ja. Weil das ist eigentlich ein wichtiger Faktor bei uns in der Montessori-Schule, sind so Sachen wie Projektarbeit, themenübergreifender Unterricht. Also wir haben zwar in Anführungszeichen Fächer, aber nicht jedes Fach wird einzeln abgebildet im Stundenplan, sondern es gibt eben uns fächerübergreifenden Phasen. Da ist bei Maria Montessori sind, glaube ich, den meisten vielleicht die kosmischen Erzählungen bekannt. Maria Montessori hat versucht, sehr abstrakte Themen anschaulich zu gestalten. Und da haben jetzt auch die Kolleginnen während des Lockdowns angefangen, kosmische Erzählungen digital anzureichern, digital umzusetzen. Und ich denke, das wird dann, wenn wir wieder in Präsenz sind, noch sich erweitern, weil da sind halt total tolle Möglichkeiten. Weil wenn die Kinder sich mit der Entstehung der Welt, der Erde beschäftigen oder der Entstehung der Schrift, dann kann ich natürlich mit einem iPad und einem QR-Code beispielsweise natürlich ein Material nochmal anreichern. Und Dinge einfach anders umsetzen oder wenn sie eben ihre Forscherfragen beantworten. Also ich meine, jetzt zum Beispiel eine Forscherfrage wäre jetzt bestimmt ganz cool, wie verhält sich ein Luftballon, den ich mit Wasser fülle und rausgehe, wie verhält er sich? Dann kann ich dann relativ gut dokumentieren und dann kann ich meine Beobachtungen mit den anderen teilen. Und das ist auch eine Freiheit, die wir eben haben, dass die Schüler sich wirklich eigene Themen auch aussuchen können. Gerade auch jetzt in der Distanz. Das ist jetzt bei meinen Schülern, die dieses Jahr Abschluss machen, es ist ein bisschen schwieriger, weil wir haben natürlich die festen Vorgaben. Das ist auch immer ein bisschen mein Erzfeind sozusagen, weil ich die Schüler jahrelang sehr frei begleite und wir sehr viele Freiheiten haben. Und dann kommt diese Abschlussprüfung und ich muss die Prüfungsformate irgendwie näher bringen, wo ich sage, oh, die sind einfach nicht zielführend und eigentlich könnt ihr so viel mehr und das zeigt gar nicht euer Können. Genau, und dieses Interesse unserer Schüler sieht man auch immer schön in ihren großen Arbeiten. Die verfassen die Schüler zweimal in ihrer Schullaufbahn, einmal am Ende der 4. Jahrgangsstufe und dann eben bei uns ist es am Ende der 8. Jahrgangsstufe, bevor sie dann in die Abschlussklasse gehen. Und da werden echt die tollsten Themen bearbeitet. Auch wenn man dann sieht, welche Sachen die Viertklässler bearbeiten und dann vor einer Gruppe in der Schule ihr Thema vorstellen und
darbieten, das ist total beeindruckend. Also es gibt viele Montessori-Schulen, die das auch öffentlich machen. Wir haben uns dafür entschieden, das immer im Elternkreis zu machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dass eine Schule in eurer Umgebung irgendwie das öffentlich macht, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das wäre gerade meine Frage gewesen, wie ihr das Ganze dann nach außen tragt oder den Schülern sozusagen auch die Möglichkeit gibt, eben ihre Arbeit zu zeigen. Aber allein vor der Schulgemeinschaft und mit den Eltern und Erziehungsberechtigten zusammen ist das natürlich schon auch, was die Gemeinschaft bestimmt auch sehr stärkt, kann ich mir vorstellen, ne? Dass das Ja, und es ist einfach auch eine Wertschätzung. Also die Schüler haben dann in der 8. Klasse, haben sie ein Jahr lang daran gearbeitet. Teilweise haben sie sich außerhalb der Schule Experten gesucht, die sie dabei unterstützen. Und dann will ich natürlich das zeigen und will irgendwie eine Rückmeldung bekommen. Also eine Schülerin beispielsweise hat sich sehr intensiv mit Sketchnoting beschäftigt und die hat jetzt dann für wir haben so ein Studienbuch, nennt sich das, ähnlich wie ein Lerntagebuch, und sie hat jetzt den Einband gestaltet und auch Seiten innen. Und das ist natürlich toll, weil sie ist noch 2 Jahre da und sie sieht dann jedes Jahr, dass dieses Studienbuch ihre Arbeit trägt. Wenn die Lerntagebücher, führt sie die analog oder digital? Also momentan ist es noch analog. Mhm. Ich habe aber auch schon Schüler in der 9.10, die es digital machen. Aber wir hatten uns intern jetzt entschieden, dass wir das weiterhin analog machen. Ja, ist ja auch sicherlich, wäre, glaube ich, auch eine Option, wo man den Schülern die Wahl lassen könnte, wenn ich es jetzt von außen mir so vorstelle. Das würde ja wahrscheinlich auch sagen, wie möchtest du es lieber machen, irgendwann mal, wenn sie es etabliert. Nur weil vorhin schon eine Frage kam, mit welchen Apps, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber mit was führen die dann ihre sozusagen Lerntagebücher, wenn die es digital machen können? Was nehmen sie? Das ist dann in OneNote. Ganz normal, okay, gut. Moritz, wollen wir mal ein paar Zuschauerfragen reinnehmen, weil es sind ganz schön viele, bevor wir am Ende das auch haben. Ja, gerne. Wir können mal anfangen. Magst du, ja. Aber ich habe gerade gesehen, wenn die Julia mag natürlich, weil gerade ich habe gesehen, dass es immer mehr werden. Gerne, also dafür bin ich ja da. Ich glaube, viele der Dinge, die ich jetzt erzähle, kann man auch auf meinem Blog nachlesen. Und deswegen, ich glaube, wenn man konkrete Fragen hat, ist das jetzt die Chance. Ja, super. Also eine Frage, beziehungsweise kann man es auch zusammennehmen, es sind dann mehr oder weniger zwei Fragen. Das erste wäre, gibt es denn bei der Montessori-Pädagogik auch die klassischen Jahrgangsstufen 1 bis 10? Und falls ja, fragt die Hauke nämlich noch, weil du viel über den Unterricht ab der Klasse 5 redest, wie es denn da im Grundschulbereich aussieht. Also bei uns sieht es so aus, dass in der Primarstufe 1 bis 4 komplett immer in 4 Klassen zusammengefasst ist. Das heißt, wir haben von der 1. bis zur 4. Jahrgangsstufe immer Schüler in einer Klasse. Mhm. Da bin ich aber ehrlich gesagt, wenn dann nur mal aushilfsmäßig unterwegs und unterstütze da mal, aber sonst ist das nicht die Jahrgangsstufe, in der ich unterrichte. Und sonst ist es bei uns so, dass wir 5, 6, 7, 8 und 9, 10 haben. Es gibt Montessori-Schulen, die schon länger eine Sekundarstufe als wir haben. Die haben beispielsweise auch Jahrgangsstufen 1 bis 3, 4 bis 6. Und es gibt auch Jahrgangsstufen, die dann anfangen, beispielsweise ab der 9. in einzelne Klassen zu machen. Das ist aber unterschiedlich. Das ist je nach Schule ist das den Schulen freigegeben, auch das zu entscheiden. Ich finde es super, diese Mischung, vor allem wenn ich mir angucke, ich meine, auch wir halten uns an den Lehrplan und wenn ich jetzt auf meine Fremdsprachen gucke und ich sage Englisch-Lehrplan und gucke mir Grammatik an, dann steht das eine Thema in der einen Jahrgangsstufe immer als, es soll es kennen und in der nächsten Jahrgangsstufe, es soll es umsetzen beispielsweise. Und dann kann ich gucken, welche meiner Schüler das Jahr vorher eigentlich schon perfekt beherrschen und muss denen nicht sagen, nee, also du eigentlich erst nächstes Jahr, ne? Genau. Das stimmt. Ja, klar. Gut, dann die nächste Frage. Wie viele Schülerinnen und Schüler hast du denn in einer Klasse und wie behältst du dann den Überblick über den individuellen Leistungsstand eines jeden Schülers? Arbeitet ihr da auch mit Lernplattformen, wo die Schülerinnen und Schüler sich ihren Stand auch selbst angucken können? Wir haben jetzt keine Lernplattform, wo die Schülerinnen selber ihren Stand angucken können, aber es ist so, dass ich natürlich mir entsprechend Notizen mache mit Excel-Tabellen, ganz klassisch, was die Schüler bearbeitet haben.
Bei mir gibt es auch zwischendrin sogenannte Gelingensnachweise. Da bin ich inspiriert von der Alemannenschule in Wutöschingen. Die hattet ihr letzte Woche den Valentin da. Da war ich ganz happy, dass wir letztes Jahr vor Beginn der Pandemie noch zum Hospitieren hingehen durften. Und jetzt habe ich es verloren, was ich erzählen wollte. Um die Grüßen auch der Lerngruppen. Genau. Also ich dokumentiere das. Die Schüler haben aber natürlich auch, die meisten nutzen OneNote, um ihre Arbeiten abzulegen. Das heißt, ich kann da immer wieder reingucken und habe so einen Überblick. Und die Schüler kriegen natürlich entsprechendes Feedback auch von uns. Also die bekommen einmal die Woche eine sogenannte Studienbuchbemerkung. Jetzt gerade in der aktuellen Zeit haben wir es so gemacht, dass wir in den Klassen in der 9.10 jetzt unter uns Klassenlehrern, die alle tätig sind, die Schüler aufgeteilt haben. Das heißt, wir machen einmal die Woche so ein Reflexionsgespräch auch und setzen auch Ziele für die nächste Woche fest. Und das geht ganz gut. Wir sind jetzt in der 9.10, haben wir 23 Schüler. Und das ist auch so die Rahmengröße, die wir in der Sekundarstufe pro Klasse haben. Wobei, wenn wir jetzt sehen, wir werden ab nächsten Jahr sind wir komplett zweizügig von der 5 bis zur 10. Und es ist aber so, dass wir natürlich, also es gibt jetzt nicht diese festen Klassen. Klar sind wir im Klassenverbund, aber die Schüler haben natürlich gemeinsam auch Berührungspunkte, die haben gemeinsam Einführungen. Wenn die Kollegin in der anderen Gruppe eine Einführung gibt und ich weiß, hey, ich habe noch 3 Schüler, die sollten das sich nochmal anhören, dann gehen die da dazu. Und die arbeiten auch klassenübergreifend miteinander. Also deswegen ist da jetzt nicht so eine feste Trennung. Aber es ist so die Rechnung von uns. Und in der Primarstufe sind es ein bisschen mehr, es sind 25, 26 Schüler. Wir haben aber auch immer, fast immer 2 Kräfte in den Gruppen anwesend. Klingt nach sehr schönen Arbeitsbedingungen. Ja, durchaus, durchaus. Gut, die nächste Frage von der Maika. Die will wissen, wie deine Erfahrungen im jahrgangsübergreifenden Englischunterricht sind, gerade auch im Hinblick auf die Förderung von Einsprachigkeit in offenen Unterrichtsphasen. Okay, also wo ich sage, was natürlich dieses offene, in Anführungszeichen, ein bisschen als Nachteil hat, ist Einsprachigkeit. Weil ich habe einfach dadurch, dass ich habe Kinder, die haben Inklusionsbedarf. Das heißt, ich kann sehr schwer rein einsprachig werden. Ich bin aber auch der Meinung, es ist jetzt nicht notwendig, weil ich habe andere Mechanismen. Beispielsweise haben wir eine Conversation Class. Da gucken wir eben auf die Konversationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und fördern diese da gezielt. Das war übrigens auch, also das eigentliche Thema, weshalb ich an der Montessori-Schule gekommen bin, ist, dass ich in meiner Zulassungsarbeit herausfinden wollte, wie denn die Ausspracheschulung an Montessori-Schulen aussieht in diesem offenen Lernsetting. Mhm. Und ich habe dann irgendwie mal so die Zeit gestoppt, die Kollegin, die damals schon da war, wie viel Englisch-Input sie den Schülern gegeben hat. Und es war erschreckend wenig. Und daraufhin haben wir ein Lesematerial aus den USA eingeführt, das heißt Learning A to Z. Und da können die Schüler mit dem einfachsten Bild-Wort-Zuordnung bis zu hochkomplexen Texten über das Sonnensystem in ihrem Niveau lesen und bekommen aber eine visuelle Unterstützung von dem, was vorgelesen wird, und bekommen dann Audio-Input von einem Native. Und da kann man wirklich in kurzer Zeit sehen, also als wir es eingeführt haben, haben wir schon die Verbesserung gesehen, aber ich sehe, wenn Schüler das regelmäßig machen, wie stark die sich verbessern. Das ist enorm. Und sie finden es wirklich toll. Also das sind sehr interessante Themen und es ist eben nicht das Schulbuch, weil wir haben kein Schulbuch. Ja, klar. Muss kein Nachteil sein. Ist aber auch ein Diskussionspunkt. Also ja. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich geführt habe, auch am Anfang, als dieses Fremdsprachenkonzept eingesetzt wurde. Und das war dann letztes Jahr für mich ein bisschen so Balsam für die Seele. Ich hatte eine Mutter, die ist jetzt auch noch da. Aber letztes Jahr hat eben das Kind den Quali gemacht und hat ein sehr, sehr gutes Ergebnis in Englisch gehabt. Und sie war am Anfang extrem skeptisch und hat auch wirklich sehr offen, auch mit großen Anwesenheit von anderen Eltern, dieses Konzept kritisiert.
Und dann kam eine sehr, sehr nette E-Mail, wo sie gesagt hat, sie ist total stolz und sie findet es so toll und sie ist jetzt angekommen und versteht auch das System und das ist toll, aber sie hat es halt einfach nie anders kennengelernt und war deswegen so skeptisch. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei dieser Sache, dass die Schulbücher, glaube ich, schon im klassischen Schulsystem, muss ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, bieten die den Lernenden schon ein Gerüst. Weil, das erleben wir jetzt auch gerade in die Rückmeldung des Fernunterrichts, dass viele wirklich sich unglaublich schwer tun, bei uns im Schulsystem sich selber zu organisieren. Aber wenn ich das ja eben vergleiche mit dem, wie du schilderst, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, wenn das sowieso immanent ist, die Selbstorganisation oder auch die Hilfen, dann ist ja das ein ganz anderes Konzept dementsprechend. Also kann man sich schon gut vorstellen, dass das dann auch deutlich besser funktioniert als im klassischen, wo halt einfach auch der Wechsel, also ich sehe halt auch diese 6 Fächer am Tag zum Beispiel, da ist natürlich das Buch, die Unit, die schon wieder, ach, da waren wir. Also das ist schon auch für manche eine Hilfe, glaube ich. Aber ich finde auch, dass man sehr wohl diskutieren kann. Ich persönlich finde es immer, dass es als Steinbruch ganz gut ist. Als Dogma oder als Bibel finde ich es immer schwierig. Also für den Unterricht. Das ist, ja, aber ich meine, so Freundinnen aus dem Studium von mir, wenn die mir erzählen, sie müssen sich dagegen Ende des Schuljahres anhören, sie haben doch das und das und das nicht aus dem Schulbuch bearbeitet, das würde den Schülern jetzt fehlen, denke ich so. Seite 43 haben wir die Übung 5 nicht gemacht, genau, ja. Genau. Das ist richtig. Kennt, glaube ich, jeder und denkt sich, oh mein Gott, leider. Moritz, wie schaut es denn aus? Ja, wir haben noch 2, 3 Fragen. Da gab es jetzt erstmal kurz eine Rückfrage von der Birgit. Sie schreibt, wie heißt das? Ich nehme an, dass sie nach einem Namen für das Konzept fragt, was du jetzt gerade eben für den Englischunterricht erklärt hast. Gibt es einen Namen für das Konzept? Also, nö. Mit dem Aussprache. Ich glaube, das bezieht sich auf das Aussprache. Das heißt, also die Firma heißt Learning A to Z und wir haben da RES Kids Plus. Okay. Alles klar. Gut, dann die nächste Frage vom Jürgen. Er fragt, wie lange dauert typischerweise so ein Lehrinput, also ein Lehrervortrag maximal? Wenn es natürlich eine längere Erzählung ist, kann das schon mal 45 Minuten dauern, aber meistens, ich bin immer bei so einer halben Stunde. Und das kann aber auch mal nur eine Viertelstunde sein und je nachdem, weil es ist eigentlich so schön kurz und knackig und die Schüler wissen aber natürlich auch, sie können entweder nochmal später zu jemandem kommen und nachfragen oder wo sie eben nochmal die Informationen finden. Oder sie fragen sich halt ihre Mitlernenden sozusagen. Also das ist bei uns, ich finde es immer total interessant, wenn ich mal jetzt auch jetzt nicht erreichbar bin. Ich meine, man ist ja nicht 24/7 erreichbar und eine Frage kommt. Und ich komme dann vielleicht 2 Stunden später dazu zu antworten und so, ach nö, die Emma hat es mir jetzt schon erklärt, ich bin weitergekommen, danke, ich brauche sie jetzt nicht mehr. Also die wissen auch, wo sie sich Hilfe holen und unterstützen sich da gegenseitig. Und das finde ich auch immer total spannend. Also ich glaube, das ist auch ein beobachtbarer Unterschied im Vergleich zum anderen Schulsystem, dass da viel mehr immer darauf gewartet wird, dass die Lehrkraft den nächsten Schritt gibt. Auch bei den Problemen, also dieses Untereinander, wobei mich das mal total verwundert, weil sie schicken sich ja auch sonst alles ständig über irgendwelche Nachrichten und Systeme, aber wenn es dann um ein Arbeitsblatt geht, das einer nicht hat, statt man einfach sagt, dann schickt es euch halt einfach schnell selber, wird dann der Lehrer angeschrieben und wird gesagt, könnten Sie mir bitte das Arbeitsblatt nochmal schicken? Sagst ja, natürlich mache ich das, aber das finde ich auch, ja, das ist ganz, ganz interessant, absolut. Moritz, wenn du noch eine Frage hast, weil sonst hätte ich eine, die ich gerne stellen würde, aber mach du erst. Genau. Gibt noch eine Frage von der Monika und die fragt, es gibt ja so typisches Montessori-Lernmaterial wie beispielsweise den Satzgliederstern. Gibt es solche einheitlichen Materialien auch bereits in digitaler Form? Also es gibt immer wieder Bestrebungen, das auch ins Digitale zu übertragen. Ich bin aber der Meinung, da geht einiges verloren. Also zum Beispiel beim Wir für Schule Hackathon war ich das letzte Mal auch bei einer Gruppe ein bisschen aktiv. Die haben den Rechenschieber, wollten sie in der App bringen, aber also da blutet ein bisschen mein Montessori-Herz. Also ich bin auch so, wenn es einen Fremdsprachenunterricht gibt, gibt es bei mir sehr viele Spiele, die haptische Inhalte haben, weil ich immer noch der Meinung bin, es
braucht Anfassungsmaterial. Und gerade das Montessori-Material, das lebt davon, dass es einfach zum Begreifen einlädt. Und das ins Digitale zu bringen, ist eigentlich ein Frevel. Also wenn, dann finde ich eher so eine App ganz gut, die nochmal beispielsweise Sachen erklärt, wie ich mit Gegenständen, die ich zu Hause habe, zum Beispiel Perlmaterial nachempfinde für die Mathematik, damit ich da einen Ersatz habe. Aber da bin ich noch beim Material itself. Genau. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen. Ja, du hast vorhin schon mal kurz Lehrerfortbildung intern bei euch in der Schule angesprochen, aber es gibt ja noch das Barcamp Montessori. Und das ist ja auch vielleicht, Barcamp war jetzt die letzten 2 Jahre ja so ein bisschen, naja, sind sehr stark aufgeblüht und gab sehr viele als sehr interessante Fortbildungsmethode. Wie muss man sich denn das Barcamp Montessori dann vorstellen? Was ist da anders im Vergleich zum normalen Barcamp oder gibt es gar keine Unterschiede? Ist es nur thematisch einzuordnen? Darfst auch gerne ein bisschen Werbung machen, wenn du magst. Ich habe für dieses Jahr noch keinen Termin, sonst hätte ich gleich Werbung gemacht. Wir konnten ja letztes Jahr in diesem kurzen Gap vor, es ist wieder die Zahlen explodieren, konnten wir noch eine kleine Präsenzveranstaltung mit höchsten Hygienemaßnahmen machen. Aber im Endeffekt so, das Ziel war, ich wollte die Kolleginnen und Kollegen, die an Montessori-Schulen arbeiten, eigentlich vernetzen. Ich habe das erlebt, als ich mein Montessori-Diplom gemacht habe, dass ich es total bereichernd finde, mit anderen Montessori-Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu kommen. Und war der festen Überzeugung, naja, das Digitale, das kommt ja jetzt und das passt super zu Montessori, weil die Grundlage ist ja da. Wir haben das offene Arbeiten. Die Lehrkraft hat eine andere Rolle. Die ist eher der Beobachter als der Sage on the Stage. Und habe dann aber festgestellt, naja, es kommen eher Kolleginnen und Kollegen, die ich übers Twitter-Lehrerzimmer kenne. Ist aber auch toll. Und ein paar aus meinem Kollegium und von der einen anderen Schule. Und im Endeffekt ist es wie ein klassisches Barcamp. Okay. Was ja auch schön ist, sage ich mal. Also da hoffen wir doch, dass das Thema so wird, oder die Zeiten so werden, dass man es wieder auch Präsenz abhalten kann. Weil das, glaube ich, ist das, was wir alle spüren. Online ist zwar echt für vieles, also wir reden ja selber auch hier, ist das echt ein sehr schönes Format und auch mit den verfügbaren Aufzeichnungen dann auf YouTube, das finde ich alles wirklich wunderbar. Aber mal wieder in Präsenz auch die Abwechslung, wie du auch beim Lernmaterial vorhin gesagt hast, das fände ich schon auch mal wieder schön, aber wir alle wahrscheinlich. Genau. Ja. Hier kommt dir gerade noch auch noch eine Frage von der Frauke. Sie fragt, was genau das Barcamp denn überhaupt ist und ob das online ist. Vielleicht wollt ihr grundsätzlich nochmal kurz, vielleicht Martin, du kennst es ja auch, dass ihr grundsätzlich nochmal das Konzept des Barcamps erklärt. Ja, können wir gerne zusammen machen, Julia. Vielleicht auch an deinem Beispiel. Aber prinzipiell läuft es so, dass es ein, naja, also es ist eine Veranstaltung, wo jeder sich einbringen kann, thematisch. Und man trifft sich sozusagen am Beginn der Veranstaltung in so einer Art Planungsrunde. Und da können Teilhaber oder Teilgeber sozusagen vorstellen, was sie gerne erarbeiten möchten, Angebote machen. Ich habe es bisher nur zweimal so gemacht, dass es klassisch mit Pinnwänden gemacht wurde, wo die Themen dann vorgestellt wurden. Kurz, ich weiß nicht, wie es ihr bei euch macht, Julia. Also wir haben es mit Pinnwand, die dann dauerhaft steht, aber haben es auch in Padlet übertragen, dass es digital zur Verfügung steht, wenn man sich im Schulgebäude bewegt. Bei uns ist es noch so, bei uns hatten beim ersten Barcamp auch Schülerinnen teilgenommen, die sowohl eine Session zur Schulhausführung gemacht haben, weil natürlich unser Schulhaus auch interessant ist, und aber auch mit Interessenten zu unserem Grundstück gegangen sind, weil wir haben ja ein Grundstück für unsere 7., 8. Jahrgangsstufe, das ist der Erdkinderplan. Und das ist natürlich auch immer schön, das anzugucken und zu sehen, was da die Schüler mittlerweile die letzten Jahre alles gebaut und erschafft haben. Und nur um den Gedanken fortzuführen, also dann kann man sozusagen stellen, die Teilgeber stellen vor, was sie gerne anbieten möchten, was sie diskutieren möchten. Und dann können die Teilnehmer des Barcamps können sagen, oh, das würde mich interessieren. Und dann geht es an die Sessionplanung, wie viele Teilnehmer haben sich für was gemeldet, welche Fristen stattfinden, welche nicht, mit einem Zeitplan. Und das ist sozusagen eine ganz offene Form des Austausches. Also ich finde das auch sehr bereichernd und sehr interessant im Vergleich zu den klassischen Online- oder klassischen Fortbildungsformaten, wo man sich die Themen einfach gesetzt aussucht. Also der Austausch ist, finde ich, wesentlich intensiver. Und auch man lernt auch Leute aus der gleichen Richtung kennen, die an Themen arbeiten, an denen man auch arbeitet. Ist auch für, weiß nicht,
du die Erfahrung teilst, für die Referenten, sage ich mal, die was teilgeben, wesentlich gewinnbringender oft, weil man auch viel mehr mitnimmt, als wenn man rein nur Input in eine Gruppe gibt, was auch interessant ist, aber es ist eine deutlich, ja, ich finde, ich finde auch die Leute, die in Barcamp gehen, die gehen mit einer ganz anderen Haltung hin. Also das ist auch nicht dieses, ich habe jetzt den Referent vorne und der muss liefern. Also das erlebe ich ja auch teilweise in Fortbildungen, sondern das ist mehr ein gemeinsames Arbeiten. Und wenn jemand, der da als Teilnehmer dabei ist und der hat nochmal einen Input zu geben, dann gibt er den auch und das ist für alle total interessant und wertschöpfend. Ja, absolut. Also Frauke, wenn du mal die Gelegenheit hast, eins zu besuchen, unbedingt anschauen, ist sehr gut, sehr gutes Format für viele. Ja. Gut, mit Blick auf die Zeit, wir sind eigentlich schon wieder zeitverfliegt, schon fast am Ende. Julia, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal so in ein paar Worten, in ein paar Sätzen zusammenfassen, worin du genau jetzt die Basis, die Montessori-Pädagogik für den Wandel in einer Kultur der Digitalität siehst? Also ich sehe bei uns eine veränderte Lehrerrolle, die für uns einfach eminent ist und die mich in den Hintergrund setzt und einfach den Schüler ins Zentrum. Also wir orientieren uns immer an den Schüler, an den Bedürfnissen und passen sowohl den Raum als auch eben unser Unterrichtssetting an den Schüler an. Und ich glaube, das ist so die Basis, mit der wir arbeiten. Und dann haben wir eben noch Aspekte wie eben Projektarbeit, Differenzierung, Individualisierung, selbstständiges Lernen und eben auch Feedback und Selbstreflexion. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir jetzt noch mehr brauchen als denn je und auch für die Zukunft. Ja, ein Schlusswort eigentlich. Danke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Julia. Und ich glaube, es war auch für die Zuschauer und Zuhörerinnen hochinteressant. Auch viele Fragen, wo man gemerkt hat, generell ist es ein weites oder ein interessantes Feld. Könnte mir gut vorstellen, dass wir bei der einen oder anderen Gelegenheit, wenn du magst, nochmal was anbieten können in dem Bereich. Vielleicht auch mal zusammen was machen, wenn du möchtest. Und uns bleibt eigentlich nur, dir Danke zu sagen und der Hinweis auf die nächste Sendung. Da geht es auch um Englisch, Julia, bekannt, die Johanna, nicht? Viele Dinge. Unbedingt hingehen zu Johanna. Genau, wunderbar. In 14 Tagen, am Donnerstag 16 Uhr. Und Moritz, ich glaube, wir haben noch einen Hinweis auf Clubhouse am Dienstag, nächste genau, Woche. Richtig, da ist die Nina Bücker wieder mit uns auf Clubhouse, Dienstag 19 Uhr. Und da reden wir nochmal ein bisschen über die Lehrerfortbildung. Das haben wir schon vor 2 Wochen das letzte Mal schon mal mit der Nina gemacht. Genau. Lehrerausbildung ganz konkret. Wir möchten diesmal in dem Bereich auch wirklich nicht nur reden, sondern auch ein paar Formate ausprobieren, wie man das, was man bespricht im Clubhouse, dann auch dauerhaft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Arbeitsgrundlage zur Verfügung stellen kann oder die Ideenpool sammeln. Genau, wenn Sie Lust haben, mehr Informationen auf Clubhouse, wenn Sie uns folgen, der EduTalk. Gut, Julia, vielen Dank nochmal. Gerne. Ja, danke auch von mir. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.